Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zur, ich denke mal, letzten Folge von Resident Evil Survivor 2 Code Veronica, dem wahrscheinlich so ziemlich schlechtesten Resident Evil Spiel aller Zeiten. Es hat Konkurrenz, zu der kommen wir noch in ein paar Wochen oder Monaten. Den Dungeon-Modus werden wir uns nicht mehr weiter anschauen. Ich glaube, wir haben alles von dem Spiel gesehen, was interessant ist. Ich habe ja am Ende der letzten Folge war ich ja ein bisschen verwirrt, weil allgemein bekannt ist. Ich habe es auch nochmal auf Wikipedia gelesen, ich habe es in verschiedenen Fanwikis gelesen, dass es sich bei diesem Spiel um einen Traum handelt, den Claire hat. Was schon allein wegen dem Auftreten von Nemesis nicht viel Sinn macht, weil Claire kennt Nemesis nicht. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir am Ende des Arcade-Modus keine Cutscene gesehen, die uns aufdeckt, dass es sich hier um einen Traum handelt. Und das hat mich sehr verwirrt, weil sogar im Wikipedia-Eintrag des Spiels steht wortwörtlich, dass man erfährt, dass es sich hier um einen Traum handelt, nachdem man den Arcade-Modus abgeschlossen hat. Und ich war wirklich verwirrt. Ich dachte schon, hier hätte sich vielleicht irgendein Fehler eingeschlichen, ne? Ich dachte wirklich schon, das wäre vielleicht eine Fehlinformation, die sowohl bei Wikipedia als auch allen Wikis und sowas drin wäre. Und ich dachte schon, ich wäre was Großem auf der Spur. Aber dann bin ich auf die Idee gekommen, glücklicherweise, dass ich nochmal in die Secret Reports gucke. Das haben anscheinend viele nicht gemacht, weil ich habe sehr viele verwirrte Forumseinträge gefunden, die genau über das reden. Und wir haben jetzt den Report 5 freigeschaltet. Und ich werde versuchen, euch den jetzt in Echtzeit zu übersetzen ins Deutsche. Denn der gibt uns ein bisschen Informationen über diese Traumtheorie. Und obwohl dieser Text Raum für Interpretation lässt, kann man schon sagen, dass der bestätigt, dass es sich hier um einen Traum handelt. Somit ist Resident Evil Survivor 2 technisch gesehen Kanon, weil es ein echter Traum ist, den Claire wirklich hatte. Im Grunde. Ne? Aber gut, lesen wir uns das mal durch. Ihr werdet schon sehen, es ist alles ein bisschen vage und weird und sehr blumig geschrieben. Ich gebe mein Bestes, das so gut wie möglich ins Deutsche zu übertragen. Let's go. Monolog von Claire. Ich bin wohl irgendwie eingeschlafen. Die Geräusche des Turboantriebs, des V-Tolls haben mich aufgeweckt. Ich habe geträumt. Nein, ich hatte einen schrecklichen Albtraum. Ich bin schweißgetränkt. schon vermasselt. Ich wollte die Stimmung einfangen, aber da ist jetzt abgelaufen. Na gut, ich mach weiter. Mein Herz schlägt wie verrückt, schlägt mir bis in den Hals. Mein Traum verschwindet ziemlich schnell. So wie Träume es immer tun. Und dann bleibt nur die Angst und tiefe Trauer übrig. Ich bin überrascht. Anscheinend habe ich geweint. Im Cockpit sitzt Steve und steuert das Flugzeug. Der Albtraum liegt nun weit hinter mir. Was habe ich denn noch zu befürchten? Warum bin ich so traurig? Wir sind sicher, wir sind weggekommen. Wir sind weggekommen von dem Ursprung all der Angst und der Trauer, der Insel. Ich kann das warme Sonnenlicht sehen, wie es ins Cockpit kommt, wie es die Dunkelheit auslöscht. Ich sehe Delfine, die über die Oberfläche des Wassers springen unter uns. Aber die Fragmente des Albtraums verlassen meinen Kopf einfach nicht. Die Szenen, die ich geträumt habe, kommen immer wieder an die Oberfläche, Stück für Stück. Ich träumte von der Insel. Ich habe gekämpft, so wie ich es vor kurzem wirklich getan habe. So wie ich es gemeinsam mit Steve getan habe. Aber der Traum hat sich in einer anderen Art und Weise entwickelt.
in einer schrecklichen Art und Weise, der schlimmsten. Mein Abschied von Steve. Das ist eine Realität, die nicht passieren konnte. Falsch. Das ist eine Realität, die hätte passieren können, wenn irgendetwas schiefgegangen wäre. Aber das ist es nicht. Wir haben diese Zukunft errungen. Wir sind von der Insel des Todes geflohen. Es ist Zeit, diesen Albtraum zu vergessen. Es ist Zeit, mit Steve zu reden. Der Himmel ist vom Sonnenlicht erhellt. Es wird heller und heller. Ich frage mich, warum er sich nicht umdreht. Jetzt ist es zu hell. Als wäre ich in eine weiße Decke aus Nebel gehüllt. War es wirklich nur ein Traum? Ich weiß es nicht. Ich bin in einer weißen Decke. Ich frage mich, warum er sich nicht umdreht. Ist das, wovon ich glaube, dass es die Realität ist, wirklich real? Das fortwährende Geräusch des Motors der V-Toll wird lauter und lauter, so wie die Geräusche einer schwingenden Axt. Und ich bemerke, dass ich aufwache. Jo, und das ist der Text, um den sich alles dreht. Das ist der Text, der uns erklärt, dass es sich hier um einen Traum handelt. Und ich finde, der Text ist ziemlich interessant geschrieben, ein bisschen verwirrend geschrieben, denn tatsächlich beschreibt Claire hier nicht einfach nur, dass sie die Ereignisse aus dem Spiel geträumt hat, sondern vielmehr beschreibt sie, dass sie einen Traum im Traum hatte. Ne? Das macht so verwirrend zu lesen. Ich habe in der ersten Hälfte überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Von wegen, okay, Steve steuert das Flugzeug. Hä? Will das Spiel mir gerade sagen, dass die Ereignisse aus Survivor 2 Kanon sind und Code Veronica der Traum ist? Aber nee, das ist im Grunde ihre Wunschvorstellung. Sie träumt, dass die Ereignisse aus Code Veronica ein Traum waren und dass die Ereignisse aus ihrem Traum, Survivor 2, die Realität sind. Aber dann, am Ende dieses Textes, erwacht sie wirklich. Wir lesen quasi noch das Ende ihres Traums, Resident Evil Survivor 2, und dann erwacht sie. Und im Traum, obwohl alles gut ist, ne, fühlt sie Trauer und sie weiß nicht warum, weil es ist doch alles gut. Und dann wird ihr schon langsam klar, es ist nicht alles gut. Steve ist in Wirklichkeit tot. Und sie wacht schon langsam jetzt auf in die Realität zurück. Ja, irgendwie finde ich diesen Text, vor allem so wie er geschrieben ist, ne, so theatralisch, so super schwermütig und ehrlich gesagt gar nicht so schlecht geschrieben, gerade im Englischen, passt so überhaupt nicht zu dem Spiel. Ist in so einem krassen Kontrast zu diesem arkadigen Action-Gameplay. Das finde ich mega weird, aber hey, irgendwie auch cool und keine Ahnung. Somit haben wir jetzt unseren Beweis auch noch gefunden, dass es sich bei diesem Spiel um einen Traum von Claire handelt. Ja, traurig. Im Grunde hat sie mit diesem Traum so ein bisschen verarbeitet, dass Steve gestorben ist oder so. Naja. Na schön, Leute, das wollte ich jetzt zum Abschluss noch machen, aber ich denke, jetzt machen wir Schluss, weil ich sehe jetzt keinen Mehrwert, wenn wir den Dungeon-Modus noch weitermachen und alles andere haben wir ja jetzt quasi durchgespielt
Und wir brauchen jetzt auch keine 6 Continues mehr. Und den Level 4 Begleiter oder die Begleiterin, je nachdem, müssen wir uns auch nicht mehr unbedingt geben, glaube ich. Ich erkläre Resident Evil Survivor 2 hiermit für durchgespielt und wir können weitermachen mit dem nächsten Spiel. Und als nächstes auf der Liste steht Resident Evil Gaiden. Eieiei, ich werde jetzt demnächst ein paar Wochen Urlaub machen, 3-4 Wochen wahrscheinlich, in der Zeit werde ich nicht streamen, ich will aber weiterhin Let's Plays hier veröffentlichen, damit der Kanal nicht einfach für ein paar Wochen brach liegt, auch wenn auf Twitch nichts mehr läuft. Deswegen werde ich mir jetzt ein Spiel raussuchen. Ich weiß noch nicht genau, ob das Resident Evil Gaiden wird oder das Resident Evil 1 Remake oder Resident Evil Zero, weil das sind jetzt die nächsten drei auf unserer To-Do-Liste, dass ich quasi jetzt als Let's Play starten werde und das dann nur als Let's Play auch erscheinen wird und nicht im Stream, während wir uns im Stream erstmal auf eins der anderen Spiele konzentrieren werden. Da werde ich mich noch entscheiden, aber auf jeden Fall wird quasi für den Urlaub jetzt erstmal Stream und Let's Play-Reihe ein bisschen getrennt werden, damit ich besser in die Zukunft planen kann, denn wenn ich Let's Plays zu einem Spiel mache, das wir gerade streamen, kann ich logischerweise immer nur maximal von einem Stream bis zum nächsten Videos vorproduzieren und nicht über viele Wochen hinweg. Insofern, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses weirde Spiel, das ich gefühlt viel zu lange gespielt habe, hat euch trotzdem gefallen. Ich fand jetzt das Ende irgendwie echt fast ein bisschen zu krass für dieses Spiel. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend oder Nachmittag oder Morgen oder Nacht oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.